Leute, was geht? Ich bin's wieder mal, euer Dummy Rules. Wie ihr seht, heute wieder mal ein neues Video auf meinem Kanal. Heute spreche ich auch mal wieder selber. Die letzten Videos war es ja nicht mal so. Und zwar wollte ich euch heute einfach mal zeigen, was meine aktuellen Klassen sind und mit was für Waffen ich so spiele. Und genau, dann gehen wir einfach mal in die Waffen rein. Einfach mal hier drauf, Ausrüstung vorbereiten. Und zwar habe ich folgende Klassen geändert. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, aber schon sehr, sehr lange her. Deswegen habe ich gedacht, komm, mach einfach mal wieder ein neues Video, damit die Leute auf dem aktuellen Stand sind. Und zwar in meiner ersten Klasse spiele ich, wie ihr schon sehen könnt, mit der STG. Und zwar habe ich die folgendermaßen ausgestattet. Einmal mit den MX-Schalldämpfer. Ich habe noch keinen weiteren frei, deswegen habe ich den einfach mal drauf gemacht. Dann Lauf habe ich auch noch keinen frei. Habe das Schieferreflektor. Habe mit dem einfach die beste Erfahrung gemacht. Dann das Krausknick S11 Flatrahmen. Bringt einfach ein bisschen mehr Sprinten zum Feuertempo und Bewegungstempo. Und als Griff habe ich den Ledergriff. Finde ich halt einfach die besten Voraussetzungen. Finde halt wichtig, dass man Zielgeschwindigkeit hat und Stabilität. Dann habe ich als Munition Unterschall genommen. Ich finde das Durchschlagskraft, was hier noch so gibt, nicht so geil. Und genau. Das war's dann auch schon mit der Waffe hier. Ich habe als Zweitwaffe noch so eine Pistole drin, eigentlich so eine ganz normale erste Klasse halt, ne? Dass man halt seinen Geist noch mit dabei hat. Als zweite Klasse habe ich schon eine mit Overkill. Und die habe ich folgendermaßen ausgestattet. Das ist einmal eine Waffe von Vanguard. Sogar zwei Waffen von Vanguard. Einmal halt die MP40. Die habe ich mit Quecksilber-Schalldämpfer ausgeschaltet, mit Krausknick 13, 3, 31, 17, 31, 7 mm Lauf. Dann auch wieder den Schiefreflektor, den Krausknick 33mm Flatrahmen. Hier haben wir schon extra freigeschalten, einmal das extra Rück und einmal das extra Schlagdistanz. Dann den Ledergriff, den 45 Schussmagazin. Vollmantelmunition, weil es halt eben ein bisschen mehr Durchschlagskraft braucht, finde ich, bei der Waffe. Und halt eben den ersten oder zweiten Griff. Erster Griff, genau. Hat dann da gut Präzision, Zielstabilität und Zielstabilität beim Laufen. Muss aber auch mal schauen, wie es sich so das mit den anderen spielt, die ich aber neu schon freischalten muss. Von dem her, folgt mal gerne für mehr Videos. So, dann haben wir hier die zweite Waffe, die habe ich ausgeschaltet mit dem MX-Schalldämpfer, dem Nüder-Modell, das kann man auch noch kurz umändern auf das Schieferreflektor. Und so sieht es sonst halt auch wie die vorherige STG 44. Relativ gleich eigentlich, ne? So. Dann habe ich die XM4 und die LC10. Mit der spiele ich auch sehr gerne, habe ich wieder gemerkt, weil die einfach gut Schaden macht und auch ein cooles Design hat. Die habe ich folgendermaßen ausgestattet: einmal mit der Agency Mündungsfeuerdämpfung, mit dem Sonderkommandolauf, mit dem 60er Schussmagazin, mit dem Schlangenumwicklung und mit dem Plündererpolster. Und die LC10 habe ich folgendermaßen ausgestattet: die habe ich auch mit dem Agency Feuerschalldämpfer. Mit dem schwer verstärkten Lauf, mit dem Stoppballumwicklung, mit dem 55 Schussmagazin, wobei das ja auch mal nachschauen könnte, aber ich glaube, ich mit das Beste so. Und dem Feldagentengriff. So, dann kommen wir schon zur nächsten Klasse, das war die MAC und die C58 Klasse. Die MAC habe ich folgendermaßen ausgestattet. Habe ich einen Feuerdämpfer drauf gemacht, den verlängerten Lauf, den Vordergriff als Unterlauf, den 43er Schusstrommel und den SASR Dschungelgriff. Die C58, was auch eine relativ nice Waffe ist, mit der ich ab und zu spiele, habe ich dann ausgestattet mit einem Schalldämpfer, mit einem schwer verstärkten Lauf, einem Vordergriff, einem 45 Schuss Trommelmagazin und einem Stoppballumwicklung. Genau, wobei man gerade mal schauen muss, vielleicht kann man auch wieder mal was anderes drauf machen. Ist ja immer so dem anderen überlassen, ne? So,
Die Extras, wie ihr seht, sind meistens gleich. Ich spiele eigentlich mit Eiltempo, Overkill und Fährtenleser oder mit Kampfspeer, Overkill, Eiltempo oder halt auch mal mit Geist und Kampfspeer. Das lasse ich mir meistens immer so ein bisschen offen. Genau, dann haben wir hier eine Klasse mit der Pfarrer 83. Die habe ich folgendermaßen ausgestattet: einmal den groben Mündungsfeuerdämpfer, den Spetsnaz RPK-Lauf, dem Axial Arms 3x-Visier für Long Distance halt, ne? Dann dem Spetsnaz 60 Schuss Magazin und dem Spetsnaz Griff. Kommt mir gleich ganz gut klar. Ist eine Waffe. Dann haben wir noch hier die CR65 A-Max. Die habe ich folgendermaßen ausgestattet. Ihr seht, das sind relativ alte Waffen, weil ich finde die Waffen nicht schlecht. Aber muss auch ehrlich gesagt sagen, ich spiele schon lange nicht mehr so krass wie früher. Genau, so wie gesagt, Schalldämpfer Monolith, den XRK Zodiac, den VLK 3,0 Visier und den CR65 Exo Schaft. Dann den Kommando Vordergriff als Unterlauf und das war's eigentlich schon. Dann haben wir noch eine Desert Eagle, also eine Special Edition, keine Ahnung. Und genau, wie ihr seht, ich spiele auch meistens immer als Primärausrüstung mit einer Splittergranate und als Taktikausrüstung einen Herzschlagsensor. So, dann kommen wir zu meinen Warzone-Klassen, mit denen ich. Also, ich spiele eigentlich nur Warzone, deswegen könnt ihr das gar nicht für ernst nehmen. Ich habe es einfach mal so genannt. Mit der Klasse spiele ich gerade wieder richtig gern und richtig viel, was einfach Bock macht. Ich habe für mich so wieder ein bisschen die Grau für mich entdeckt. Die Grau habe ich einfach so gelassen wie zu Warzone-Zeiten. Einfach den Monolith-Schalldämpfer, den Tempus. Arch-Angle-Lauf, den Kommando-Vordergriff, das 6-Schuss-Magazin und das XRK Void 2-Griff. Und dann als zweite Waffe habe ich hier die PPSH 41, auch eine relativ starke Waffe, finde ich. Da ist drauf ein Feuerdämpfer, ein verstärkter, schwer verstärkter Lauf, ein Spetsnaz-Griff, ein 55-Schuss-Magazin und eine Stoppballumwicklung als Griff. Und dann kommen wir zur vorletzten Klasse, das ist auch wie gesagt relativ alt, ne? Da haben wir hier einmal eine M4A1, glaube ich, ist es, ne? So, da hätten wir auch Schalldämpfer Monolith, ein M16 Grenadierlauf, ein Ranger Vordergriff, ein 60-Schuss Magazin und ein gemustertes Griffband als Ausrüstung. Und die Mag haben wir folgendermaßen ausgestattet, auch mit Feuerdämpfer, schwer verstärktem Lauf, rote Zelle Vordergriff und Schuss 43 Schuss Schnelllademagazin und dem Mikroflex LED Visier. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Klasse und damit dem Ende vom Video. Hier haben wir noch eine AN-Klasse mit der AN94 und da haben wir drin den Schalter von Monolith, den AN94 Fabriklauf, den VLK 3,0 Visier, dem Ranger Vordergriff und dem gemusterten Griffband als Ausstattung und als Zweitwaffe eine MP5. Einmal mit dem integrierten Schalldämpferlauf, dem Söldner Vordergriff, dem 45-Schuss-Magazin, dem gemusterten Griffband und dem F-Tech-Klappbar Schaft. Genau. Damit war es auch wieder von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da, damit ihr mehr seht. Und ja, hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.